Herzlich willkommen zu einer neuen DaddyDax US Morning Ausgabe. Heute am Mittwoch, dem 9. Dezember 2020. Wir blicken heute Morgen nochmals auf den Technologieindex Nasdaq. Warum? Es ist wirklich ja auf der einen Seite sehr einseitig, denn wir sehen ja eigentlich konstant steigende Kurse ohne große Volatilität, aber der Technologieindex Nasdaq, er bemüht sich eben hier in kleinen Schritten kontinuierlich nach oben anzusteigen. Und so war es eben auch am gestrigen Handelstag mit einem Kurs plus von 0,31% ging der Index aus dem Handel und somit auch oberhalb schon der Marke von 12.600 Punkten. Es ist schon erstaunlich, wenn man sich das Ganze weiterhin anschaut. Wenn man da nur zurückblickt, vor rund einem Monat notierte der Index noch knapp unterhalb von 11.000 und jetzt befinden wir uns bereits auf dem Weg zur Marke von 13.000 Punkten. Rein charttechnisch gesehen natürlich alles oberhalb von 12.440 Punkten. Ist letztendlich bullig zu bewerten seitens der Charttechnik. Nichtsdestotrotz empfinde ich weiterhin hier, dass diese Bewegung in eine wirklich große Übertreibung inzwischen übergeht, weil wir eben weiterhin keine Konsolidierung, geschweige denn richtige Korrekturen sehen. Und desto steiler es natürlich nach oben geht, desto gefährlicher wird es nun auch hier in der Zukunft. Und wenn wir jetzt auf den vorliegenden Aufwärtstrend blicken, hier grün eingezeichnet, auf diesen würde ich weiterhin verweisen wollen. Denn wenn dieser Aufwärtstrend durchbrochen werden sollte, könnte es hier in der Tat mal zu einer Kurskonsolidierung kommen. Natürlich wäre es der Idealfall, es bricht der Aufwärtstrend, man fällt unter die horizontale Ausbruchszone zurück, sodass man hier oben ein mögliches Stoppszenario hat und kann dann auf eine entsprechende Kurskonsolidierung im ersten Schritt auf 12.2, im weiteren Verlauf dann sogar in die Region von 11.800 Punkte setzen. Falls Sie es vergessen haben sollten, gestern gab es eine neu vorgestellte Trading-Idee der Woche. Es wird noch eine weitere geben, auch einen deutschen Einzelwert in dieser Woche. Aber gestern war es eben mit einem Tesla-Put-Optionsschein. Denn ich setze darauf, dass Tesla im ersten Quartal 2021 deutlicher unter Druck geraten wird. Mindestziel 550 US-Dollar, Maximalziel 505 US-Dollar in etwa. Das sind die Ziele, die ich Ihnen bereits gestern mit an die Hand gegeben hatte und die ich eben mit der Optionsscheinstrategie entsprechend auch verfolge. Also sollten Sie die Daten, die Parameter meiner transparenten Trading-Idee verpasst haben, schauen Sie mir mal in die Ausgabe. Dort finden Sie nochmal alles kompakt aufbereitet. Tesla ist und bleibt natürlich charttechnisch gesehen natürlich in einem absolut positiven Bereich. Nichtsdestotrotz auch hier absolute Übertreibung. Wir sehen die Aktie jetzt schon mal 650 US-Dollar. Man darf ja nicht vergessen, man hat schon einen Split gemacht. Klar, man kann immer wieder darüber diskutieren. Tesla wird in S&P aufgenommen. Nichtsdestotrotz ist auch irgendwann mal hier einfach mal eine gewisse Übertreibung ja erreicht und die ist schon länger bei Tesla gegeben und jetzt dürfte das wirklich hier die Spitze des Eisberges so langsam doch darstellen. Also, in diesem Sinne, ich wünsche Ihnen jetzt einen erfolgreichen Handelstag und bis heute Abend natürlich dann wieder mit dem Blick auf den DAX.